Warum spenden ausgerechnet Beamte des ÖVP-geführten Innenministeriums einfach so aus dem sogenannten Stadterweiterungsfonds 250.000 Euro an die wohlgemerkt ÖVP-dominierte Beamtengewerkschaft? 100.000 Euro an eine private Sprachschule und dann noch einmal so viel an Opus Dei? Der Report hat herausgefunden, an wen die spendablen Beamten des Innenministeriums in Summe 3,8 Millionen Euro verteilt haben. Mittlerweile ein Fall für die Justiz, berichtet Robert Wiesner mit den neuesten Details in dieser Causa. Außen ist noch Baustelle, doch der Organisationschef der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst kann stolz sein modernes Entree präsentieren. Ja, das war hier der Eingangsbereich, das war ganz schmal und alles dunkel. Da haben wir einen Besprechungs- bzw. Sitzungssaal gemacht. Wir haben hier als Mieter knapp 1,7 Millionen Euro investiert und haben dafür 250.000 Euro Förderung bekommen. Die Viertelmillion für die Beamtengewerkschaft ist eine von vielen Zahlungen des Wiener Stadterweiterungsfonds, über die der Rechnungshof Anfang Mai einen höchst kritischen Bericht vorlegt. Besonders stört ihn dieses nahe Verhältnis. Der Geschäftsführer des Fonds ist auch Obmann dieser Sprachschule neben der Wiener Oper. 100.000 Euro bekam das private Amerika-Institut. Was damit gebaut wurde, dürfen wir nicht filmen, entscheidet Obmann Alexander Jander, der auch zu seiner Arbeit im Fonds nichts sagen will. Im Internet und von außen wirkt das Institut schon moderner als im Jahr 2000, als der Report zuletzt hier war. Das Institut bot damals Englischkurse an für Leute, die geschickter auf die Kritik an der schwarz-blauen Regierung antworten wollten. Wie wir alle wissen, ist Business as usual im Augenblick nicht Business as usual und wir hoffen mit unserem Sprachseminar einen linguistischen Beitrag zur Normalisierung der Situation beitragen zu können. Im Kuratorium des Stadterweiterungsfonds saß auch Matthias Vogel, Sektionschef im Innenministerium. Heute, wo wir viele Spendenempfänger kennen, gibt er kein Interview. Am Tag, als der Bericht erscheint, nennt er uns nur wohltätige Zwecke. Uns selbst war es wichtig, mit dem Fondsvermögen, das vorhanden ist, sinnvolle, nachhaltige, vor allem karitative Projekte zu fördern. Und so haben wir neben karitativen Organisationen oder kirchlichen Organisationen etwa auch Projekte im Bereich der Roma und Sinti gefördert und sind natürlich auch teilweise, und das kann man auch diskutieren, ins Ausland gegangen und haben etwa Straßenprojekte von Pater Sporschil gefördert. Professor Meyer erwidert, das kaiserliche Handschreiben von 1857, das den Fonds gründet, nennt Stadtentwicklung und Ringstraße nicht beliebige Spenden. Wenn ein Fonds gegründet wird, dann muss das Fondsvermögen für einen bestimmten, in der Satzung festgelegten Zweck verwendet werden. Und daran sind die Organe gebunden. Und eine Änderung des Fondszwecks darf eben nur aus ganz bestimmten Gründen erfolgen. Und der Rechnungshof kritisiert, dass diese Gründe nicht gegeben waren. Das einzige echte Stadterweiterungsprojekt wäre eine Kirche in der neu entstehenden Seestadt Aspern in Wien. 250.000 Euro erhielt die Erzdiözese dafür im Jahr 2008. Doch bis heute gibt es weder Plan noch Bauplatz. Die Kirche verspricht, sie werde gut auf das Geld aufpassen. Die lutherische Stadtkirche erhielt im selben Jahr 50.000 Euro. Für ein Kirchencafé, das auch nicht realisiert wird. Sie spart die Spende nun für die Renovierung der Orgel. Mindestens 50.000 Euro gingen auch an die Peterskirche, das lokale Zentrum der erzkonservativen katholischen Bewegung Opus Dei. Laut Rechnungshof floss auch eine großzügige Spende nach Rom an eine katholische Universität. Recherchen des Reports ergeben, es ist die konservativste von allen. 110.000 Euro erhielt die Universitat della Santa Croce. Auch sie gehört zum Opus Dei. Das Rätsel, was genau dort mit dem Geld geschah, löst erst ein spätes Mail Matthias Vogels. Er nennt das Projekt MCE, Markt, Kultur und Ethik, das jährlich Tagungen veranstaltet. Leiter ist Martin Schlag, zuvor Regionalvikar des Opus Dei in Österreich. Er erläuterte die strengen, nicht wirklich dialogischen Regeln seiner Gemeinschaft einmal so. Das ist etwas, was von der Kirche allen Christen anempfohlen wird. Jene Bücher, die den Glauben und die Sitten gefährden können, nur dann zu lesen, wenn man über die genügende oder wenn man ein ausreichendes intellektuelles Rüstzeug hat, um sie zu bewältigen. Doch der strenge Mann hat auch seine gütigen Seiten. Er beantragt für Geschäftsführer und Kuratorium des Stadterweiterungsfonds hohe päpstliche Orden.
Geschäftsführer Alexander Jander und vier Spitzenleute des Innenministeriums empfangen am 4. Mai 2012 das Ritterkreuz des päpstlichen Silvesterordens und viel Lob von Ministerin Johanna Mikl-Leitner für die wohltätigen Werke ihrer Beamten. Ein Blick in die päpstliche Entschließung zeigt, gar so exklusiv ist dieses Ritterkreuz nicht. 143 Personen in aller Welt erhielten es in diesem Jahr. Große Überraschung, nicht nur die Spitzenbeamten Einzinger, Hutter, Vogel und Geschäftsführer Jander wurden so ausgezeichnet, auch Christoph Ulmer, einst umstrittener Kabinettschef von Innenminister Ernst Strasser. Und hier schließt sich der Kreis. Ulmer sitzt auch im Board des vom Fonds so großzügig geförderten Opus Dei Forums. Vor allem Spenden ins Ausland könnten noch Folgen haben. Der Fall wurde zwischen Korruptionsstaatsanwaltschaft und Staatsanwaltschaft Wien hin und her gereicht. Letztere soll nun prüfen, entschied die Generalprokuratur. Konkret betrifft es den Vorwurf untreuer relevanten Verhaltens. Er richtet sich gegen Organe des Wiener Stadterweiterungsfonds. Der Vorwurf bezieht sich darauf, dass hier satzungswidrig Spendentätigkeit vorgenommen worden wäre. Dass diese Entscheidung notwendig war, ist es ein Zeichen, dass es eine besonders heiße Kartoffel ist, die niemand angreifen will? Nein, ist es nicht. Die Frage der Zuständigkeit ist eine nicht seltene Frage, die die Generalprokuratur zu klären hat. Der Akt geht also nun an die Staatsanwaltschaft Wien, die jetzt mit ihrer Arbeit beginnt. Entschieden ist noch nichts. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.